Hey yo Menschen, ich melde mich zurück zur GPL, Spieltag 8. Und heute geht's ran an die Bulettenbande von dem lieben Freakale. Und ja, zu ihm muss man sagen, er hat ein extrem offensives Team, finde ich. Das mit eines der offensivsten Teams in der GPL. Liga 2, natürlich nach Barzi, der hat das alleroffensivste Team, keine Switch-Ins. Aber Gio hat sich ja auch wirklich bemüht, ein Team zu bauen, wo man wirklich wenig Switch-Ins hat. Pokémon wie Azumarill, Nidoking, Darmanitan, Uhafnir und Gewaltro bieten sowas auf jeden Fall. Also das hat mich auch beim Teambuilding extrem eingeschränkt. Pokémon wie Darmanitan und Nidoking. Ich habe da wirklich gar keine Switch-Ins. Aber wie ihr auch in meinem Team seht, ich hätte eigentlich gegen Darmanitan zum Beispiel Demeteros als relativ guten Check haben können. Aber ich habe irgendwie gedacht, dass Pixie ja eigentlich einen guten Job machen kann, weil es irgendwie sein Team zerlegen könnte mit Kraftreserve Boden und Mondgewalt, aber also es hat wirklich keinen Sinn gemacht, wirklich Pixie mitzunehmen. Einfach aus dem Grund, dass Setup-Forder wie zum Beispiel Heatwin oder Neuvern oder Gewaltro eigentlich gar nicht mitkommen sollten, weil ich einen Heatwin habe, beziehungsweise einen X-Bart, welcher beide diese offensiven Pokémon extrem gut checken. Also war es hier wirklich ein schlechter Pick, den ich hier gepult habe. Außerdem hat er noch seinen Azumarill dabei, da war ich mir eigentlich sicher, dass Toxicroak dabei sein muss, denn dieses One-Shottet ein Azumarill, egal welches Set es ist, mit einem Gangshot. Und ja, ich habe mich auch hier für den offensivfesten Variante entschieden, so wie beim letzten Kampf. Ich bin einfach wirklich begeistert von dem Ding und naja, ich will jetzt nicht sagen, dass ich es mitgenommen habe, weil ich so begeistert bin davon. Eher weil es gegen sein Team sehr gut funktioniert, einfach aus dem Grund, dass er spezielle Attacker hat, die ja ziemlich heftig sind und Toxicroak kann diese mit der Offensive so gut handeln. Also ist es dabei. Außerdem habe ich hier noch ein Trikefalo mit dabei, welches sehr gut Dracometeor spammen kann, wo er nicht so viele Switch-Ins hat, wenn man sich mal sein Öff-Pokémon anschaut. Bis auf Heatwin und Azumarill will wirklich nichts ein Dracometeor fressen. Deswegen habe ich gedacht, hier ein sehr gutes Pokémon und auch ein sehr guter Pivot mit der Kehrtwende, welches ich hier in mein Team habe. Des Weiteren habe ich noch einen Turtok, natürlich das Turtok, das allermächtigste Turtok im Leben. Welches mit Siederwasser auf jeden Fall sehr guten Schaden an seinem Team ausrichten kann. Drei Feuer-Pokémon sind nicht zu spaßen, jedenfalls im Gegnerteam. Bedeutet, mein Turtok wird ja auf jeden Fall eine Menge Spaß haben. Und ja, das war auch der Grund, warum ich es dabei habe. Und mit Air Coverage, Siederwasser, Kraftreserve, Pflanze und Eisstrahl wird es auf jeden Fall jedes Pokémon jetzt sehr effektiv treffen, was ich sehr begrüße. Und als letztes habe ich noch mein speziell defensives X-Bart, welches eigentlich nur für Gedankengut Suicune da sein sollte, mit dem Dunkelnebel, was aber heute gar nicht zum Einsatz kommt. Werdet ihr aber dann noch sehen. Und dann noch mit speziell defensivem Investment, um Nidoking gut zu checken. Ja, er bringt auch wie gesagt der Manitin und Nidoking mit, womit ich auch stark gerechnet habe. Da nimmt er noch Azumarill mit. Ja, war auch sehr predictable eigentlich. Sein Fortress, also sein, wie heißt das? Ach, keine Ahnung, weiß ich gerade nicht. Tut mir leid. Klumpen. Klumpen hat er dabei, womit ich jetzt nicht so gerechnet habe, denn ich habe zwei Feuer-Pokémon, allgemein sehr viele Pokémon, die über Feuerattacken verfügen können. Und das ist halt sehr komisch. Suicune genauso, ich habe eigentlich eine Immunität und ich weiß nicht, ob das so sinnvoll ist, dagegen ein Suicune mitzubringen, außer er hat extra Sand Speed drauf und deswegen habe ich damit auch gerechnet. Da habe ich auch versucht, sehr vorsichtig damit zu spielen. Außerdem bringt er noch seine rote Heat mit. Predicted habe ich es jetzt nicht. Ist natürlich eine Sache, die sehr gut gegen eigentlich fast viele Teams ist. Aber naja, wir werden sehen, wie er spielen wird. Wer leadet jedenfalls damit, gehe ich mit meinem Trikefalo. Aufgenommen ist der Kampf mal wieder von lieben Pokéballs. Ich schaue dann vorbei. Link gibt es dann am Ende des Kampfes. Genauso wie der Link zu Philipp127s Kanal, der heißt nicht mehr Philipp127, SpeedyVs Kanal. Er hat mir die Pokémon gegent und auch sehr nette Namen draufgepackt. Sehr gute Namen. Und ja, das Intro natürlich von Light Gaming und soviel zur Vorrede. Wir fangen jetzt mit dem Kampf an. Kale will mit dir kämpfen.
So, und Ellie, wie gesagt, mit seinem Rotomid. Ich mit meinem Trikefalo, weil ich dachte, ja, ich könnte ja entweder jetzt einen Draco raushauen oder mit der Catlin rauswechseln. Ich habe eigentlich auch damit gerechnet, dass er in seinen Azumarill geht, weil welches Rotom will einen Drakenmeteor fressen? Auch wenn es jetzt wohl gewestet ist, beziehungsweise speziell defensiv ist, habe ich jetzt nicht damit gerechnet, dass er überhaupt drin bleibt. Weil er drin geblieben ist, habe ich damit gerechnet, dass er speziell defensiv ist und war eigentlich sehr, ziemlich sicher, dass ich in meinen Clefable gehen kann. Aber denkst du, es ist wirklich ein offensives Rotom-Heat. Und dann hat man auch so ein bisschen gesehen, es ist ein Choice-Backs-Rotom-Heat. Jedenfalls habe ich das auch so gekalkt. Tut mir leid, ich bin ein bisschen verschnupft. Ich hoffe, das wird noch für diese 15 Minuten noch aushalten. Werde ich diese 15 Minuten noch aushalten? Ich muss hier auf jeden Fall rausgehen. Habe eigentlich mit der Stammbube gerechnet. Er macht es aber gut. Geht direkt für Donnerblitz, predicted. Hier sehr früh im Match. Was ihn auf jeden Fall gut weiterbringen wird. Er prediktet hier wahrscheinlich den Braveheart und geht auf sein Fortress. Wie heißt es? Ich weiß wirklich nicht, wie es heißt. Das ist unglaublich. Kann ich für die Kehrtwende gehen. Und wie man sieht, ist es ein Beulenhelm Fortress. Und er hat wirklich mit dem Braveheart gerechnet, damit ich mich mit dem Rückstoßschaden sowie dem Beulenhelm-Schaden ausnehmen kann. Gott sei Dank passiert das nicht. Ich habe jetzt einen Free Switch in irgendein Pokémon und ich habe mir gedacht, ich kann in meinen Turtok gehen. Ein Siedewasser wird viel Schaden auf sehr vielen Pokémon machen. Er prediktet das und geht auf sein Suicune. Jetzt habe ich auch so ein bisschen verstanden, warum er Suicune dabei hat. Wegen meinem Turtok, denn Suicune, ja, ist halt einer der wenigen Switch-Ins, was ein Mega Turtok angeht. Aber ich lasse mich da nicht lumpen, ich will ja gar nicht predikten. Und hoffe einfach nur auf den Burn, kriegt leider keinen. Ist aber nicht so weiter tragisch, ich kann nicht viel Kraft dieser Pflanze geben. Will eigentlich nur wissen, wie viel Schaden das macht. Predikte jetzt eigentlich schon so ein bisschen Nicht-Siedewasser, also einfach aus dem Grund, dass ich einen Toxic-Bug habe. Und er geht tatsächlich für einen Brüller, und da habe ich schon gedacht, okay, der prediktet halt sehr viel. Und das habe ich von Kale, da war ich wirklich erstaunt darüber. Ich war wirklich. Ja, das war, ist sehr interessant zu wissen, auch weiter im Spielverlauf zu verfahren. Hier habe ich gedacht, dass er eigentlich wieder dasselbe macht, dass ich jetzt auf meinen Toxicroak gehe und wieder bei dieser Brüller mache. Aber er geht für Siedewasser, macht's gut, bleibt drin. Ich kann meine Tarnsteine rausholen. Ich habe eigentlich damit gerechnet, dass er auswechselt. Und hier eigentlich auch wieder, deswegen bin ich auch drin geblieben. Aber er geht für Erholung. Ja, an sich nicht so schlimm. Es hätte natürlich schlimmer kommen können, aber ist okay. So, in dem Zug habe ich mir gedacht, okay, er hat eine Marumbeere, ist gut. Also, jetzt will ich erstmal schauen, hat er den Exosense Free? Weil ich rechne jetzt wirklich mit Free Attacks und Erholung plus Marumbeere. Deswegen, hat er jetzt den Exosense Free? Wenn er ihn hat, würde er jetzt noch gehen. Hat er Gott sei Dank nicht. Wenn er ihn hat, dann hat er es echt gut geblufft. Aber langsam hat es mir auch gereicht. Ich gehe jetzt auf meinen Toxicroak. Und versuche einfach diesen Siedewasser abzufangen. Aber er macht's gut, geht in sein Rotom Heat und prediktet wahrscheinlich meinen Toxicroak Switch. Habe ich eigentlich so ein Kack-Matchup, weil so Choice Bags, Rotom Heat werde ich jetzt nicht zu bedenken. Bedeutet, ich gehe auf meinen Trinkefalo, werde diesen Donnerblitz durch die Resistance gut abfangen. Oder? Ja, das war doch ganz schön viel Schaden, 40% ist nichts. Wo man lachen sollte, und er kriegt leider die Para, was extrem unfortunate war. Warum? Weil er höchstwahrscheinlich der Manitin mit Wahlschaden hat. Und ja, wenn man sich mein Team anguckt, nur Crobat kann dieses outspeeden. Und das ist ein extrem großes Problem. Bedeutet, ich kann hier eigentlich gar nicht für Draco gehen. Okay, das bedeutet es nicht, aber ich kann hier nicht für Draco gehen, einfach weil ich sonst diesen Azumarill einen Free Setup gebe. Ich predikte hier auch wieder den Switch-Out, mache zum ersten Mal einen Double-Switch. Oh, das ist wirklich interessant. Würde er aufgeben, das ist jetzt die Frage. Ich habe ja eigentlich damit gerechnet, dass er jetzt in seinen Fortress geht. Und wenn er das macht, wäre es natürlich sehr gut, aber er geht in seinen Nidoking. Natürlich, hier hat keinen Grund, das nicht zu tun. Aber hier macht er eine Sache, die ich anfangs nicht verstanden habe. Aber im Nachhinein betrachtet, ist es eigentlich sein saferer Play gewesen. Er hat wahrscheinlich damit gerechnet, dass ich einen Heatwin mit Max Speed habe. Ich weiß nicht, ob ein Max Speed Heatwin ein Nidoking auf Speed ist. Die Speedwerte weiß ich gerade nicht aus dem Kopf. Aber ich wusste auf jeden Fall, dass ich nicht Max Speed bin. Bedeutet, ich wechsle aus. Oder mach Schutzschild. Genau.
ihn zu scouten, weil ich eigentlich ein bisschen, ich weiß nicht, ich war mir noch nicht sicher, ob es Wahlschall ist oder nicht. Und würde einfach scouten, ob er sich vielleicht lockt oder nicht. Und wie er vielleicht jetzt verfahren wird. Ich habe hier eigentlich wieder mit dem Switch-Out gerechnet, machen Flammschirm. Leider hat es nicht funktioniert, er geht wieder für Siedewasser. Toxicroak ist hier eigentlich wieder ein sehr safer Switch-In. Bedeutet, ich werde es auch in der nachfolgenden Runde machen, wenn ich mich irre. Ja, da kommt auch der Switch-Out. Und jetzt die Frage, würde er es wieder mit einem Double-Switch predicten? Aber nein, er geht für ein Siedewasser. Ich krieg die, ja, die Fähigkeit aktiviert sich. Und ja, ich bin hier mit einem vollen Toxicroak. Und das ist auf jeden Fall sehr gut. Ich gehe für einen Mülltreffer, habe eigentlich keinen Grund zu overpredicten. Kann ja, weil ich nämlich jetzt wieder auf meinen Blastoise gehen kann. Denn Blastoise, ja, wollte so ein Fortress eigentlich ganz gut. Einfach aus dem Grund, dass es Sunshine wegfliegen kann und Juroball nichts macht. Goldwechsel macht natürlich ein bisschen Schaden, aber es ist auch nicht so schlimm. Aber ich habe mir gedacht, das jetzt wegzuspinnen ist eigentlich purer Selbstmord, einfach aus dem Grund, dass er den Rocky Helmet hat. Okay, purer Selbstmord ist es nicht, aber der Siedewasser wird auf jeden Fall genug Schaden machen, dass er eine Range ist, wo fast jeder Angriff von meinen Pokémon ausreichen würde. Es sei denn, es ist mein X-Blatt mit einem U-Turn oder so. Jetzt habe ich mich dafür entschieden, für einen Rapid Spin zu gehen. Ja, es wäre ein Fortschritt gewesen, also es wäre unglücklich gewesen, wenn er drin geblieben wäre, aber Gott sei Dank wechselt aus. Ich kann hier die Box wieder wegbringen und wieder safe switchen, was sehr gut ist. Ich gehe jetzt auf meinen Toxicroak mal wieder, habe keinen Grund zu overpredicten. Also ich overpredicte hier sehr wenig eigentlich im Spiel. Was aber, ja, was mir vielleicht manchmal das Match kostet, aber ja, also so spiele ich halt, ne. Ich habe gedacht, so, jetzt muss ich hier für den Ableittyp gehen, dieses Fortress kann ich weiter, also es ist Frostelka, jetzt ist mir eingefallen, das kann ich weiter hier auf dem Feld bleiben. Bedeutet, ich versuche es auszulocken, leider reicht es nicht, der physische Bulk von Frostelka ist einfach zu gut. Ich habe mir damit gerechnet, beziehungsweise wollte ich nicht Bollenhelm Schaden fressen. Ich habe hier damit gerechnet, dass er auf sein Nidoking wechselt, da ein bisschen Satzdreher gehabt, aber egal. Macht den Erdbeben und ja, kann sein Fortress auslocken, also sein Forsaker ist ganz gut. So, und jetzt die Sache, ich habe kein Safe Switch. Bedeutet, ich werde jetzt die liegenden Tarnsteine ausnutzen, um einen Safe Switch zu generieren. Gehe auf mein X-Bad, lass es sterben, er kann für ein Erdbeben gehen. Und ich kann daraufhin in meinen Mega-Turtok wechseln. Und habe jetzt eigentlich gar keinen Grund, nicht für den Rapid Spin zu gehen. Denn, ja, sein Fortress ist weg, ich kann keinen Rocky Helmet Schaden mehr kriegen, also Safe. Ist ein Rapid Spin draußen und er hat keine Tarnsteine mehr. Was auf jeden Fall ein sehr großer Vorteil für mich ist. Und falls ich mal die Tarnsteine wieder rausbekommen sollte, habe ich einen extrem guten Vorteil, den ich ja für einige KOs ausnutzen kann. Hier habe ich gedacht, ja, ich habe überhaupt keinen Grund zu overpredicten. Ich kann wieder in mein Toxicroak gehen. Jetzt die Frage, wird er wieder Brüller machen? Ja, wird er. In dem Punkt war es mir eigentlich egal, was er macht, denn ja, alles, es wäre mir egal gewesen, was er einswitcht. So, aber die Sache, ja, außer Trinkgefahrlö ist so eine Sache, wenn es paralysiert ist, ist es nicht so gut. Eigentlich hätte ich hier auch für einen Drakometeor gehen können, denn eine Kraftreserve von Base Power von 60 mal 2 ist 120, während ein Drakometeor 130 Base Stärke hat. Dann noch Step. Hätte auf jeden Fall mehr Schaden gemacht. Aber ja, ich wollte halt nicht, ich wollte wirklich nicht, dass er in Azumarill geht, um dann irgendwie einen Bellydrum rauszubekommen. Währenddessen bin ich jetzt wieder in meinen Toxicroak gegangen und es sieht echt gut aus. Er hat keinen Switch in einen Gangshot, außer sein Nidoking und ja, das wird er jetzt auch machen. Wäre ich jetzt für Erdbeben gegangen, wäre dieses Nidoking wirklich gar kein Problem mehr gewesen. Also allgemein, das Match wäre sehr viel einfacher verlaufen, einfach aus dem Grund, dass Nidoking das einzige Pokémon noch war, welches ich nicht handeln konnte. Also das war wirklich der reinste Horror. Jetzt die Sache, wird er auch im Weg? Ja, leider wird er. Und so, er sorgt dafür, dass mein Trinkgefahrlö ausgenockt wird. Und ja, das ist echt scheiße. Also ich habe eigentlich mit der Erdkräfte gerechnet. Gerechnet, ja, das ist halt wieder so 50-50, was Nidoking angeht. Er macht entweder Schlammburger oder Erdkräfte. Das ist so. Naja, jedenfalls kann ich jetzt auf meinen Turtok gehen. Er hat den Donnerblitz schon gezeigt, aber ich bin schneller mit meinem Turtok. Und das war wirklich huge. Wäre nämlich mit Max Speed gewesen, hätte er wahrscheinlich mit einem 2-0 gewonnen am Ende. Und ja, jetzt sieht es eigentlich extrem schlecht für ihn aus, denn
mein Turtok ist voll, ist fast voll und kann eigentlich Siedewasser spammen, wie er will. Ich muss nur noch dieses Suicune Safe Down kriegen und mit Toxicroak plus plus Turtok habe ich einen echt extrem guten offensiven Core, den er ja nicht mehr so einfach handeln werden kann. Einfach handeln kann. Hier habe ich eigentlich auch mit dem Switch auf der Mana-Chain gerechnet, weil es ist wirklich, sieht mir gut für ihn aus und er muss jetzt seine offensive Power raushauen. Aber er bleibt drin und ja, hat eigentlich auch gar keinen Grund auszuwechseln. Das wäre eigentlich nur ein Risky-Play gewesen. Und ja, er geht für die Siedewasser. Ich habe gedacht, nee, Burn möchte ich jetzt nicht fressen. Und by the way, so ein Donnerblitz hätte um die 75% gemacht. Ich wäre dann, weil ich bei 80% war, hätte ich nur 5% gehabt. Und dieser Siedewasser hätte eigentlich gereicht. Und ja, oder allgemein eine andere Attacke, die noch später folgen wird, hätte mich jetzt also mein Totak wäre irgendwann dann down gegangen. Aber weil dieses Nidoking ein Bulk-Nidoking anscheinend war, ohne Speed, läuft es auf jeden Fall sehr gut. Ich kann hier meinen Mülltreffer raushauen und das macht extrem viel Schaden. Was auch wieder darauf schließen lässt, dass es eventuell ein speziell defensives ist, um meinen Turtok zu checken. Hier mache ich einen kleinen Fehler und gehe für den Gedanken gut, was eigentlich totaler Schwachsinn war. Ich hätte hier wirklich für Kraft dieser Boden gehen können, hätte dieses Damanitan nochmal schädigen können, aber nee, ich gehe für Gedanken gut. Und ja, lass eigentlich hier meinen Pixie quasi opfern. Aber die Sache ist, jetzt muss ich hier nochmal rumspielen. Ich muss hier safe irgendwie in mein Toto kommen. Bedeutet, ich gehe jetzt in meinen Heatwind und erwarte eigentlich den Flammenblitz. Hätte er Erdbeben gemacht, hätte ich gedacht, okay, es wäre nicht schlimm gewesen, denn Heatwind hätte im Endeffekt nicht so viel Match mehr gemacht. Aber da er das gemacht hat, ist es gut, denn jetzt kann ich die Tarnsteine rausholen, was ja mein Toto dazu bringt, sein Suicune aus dieser Range plus Tarnsteine mit einem Siedewasser auszunocken. Ja, leider gehe ich hier für ein Schutzschild, war eigentlich ein ganz fataler Fehler von mir. Es ist eigentlich obvious, warum sollte er drin bleiben? Warum habe ich Schutzschild eingesetzt? Ich habe hier wirklich nochmal damit gerechnet, ist es vielleicht doch ein Life Orb oder Expertengurt der Manitan? Naja, das war eigentlich total Humbug, was ich da gemacht habe. Also ganz komisch, welchen Play ich da wirklich gefolgt habe. Naja, jedenfalls kann ich jetzt die Tarnsteine rausholen. Und hätte ich das früher gemacht, wäre mein Heatwind jetzt noch bei vollen, bei guten KP und ich hätte ihn mit einer Antikraft, die auf diesem Set ist, gut schädigen können. Aber jetzt muss ich hier ein bisschen mit Protect, also Schutzschild, meine KP wieder regenerieren, dass ich einen weiteren Donnerblitz überlebe. Und ja, es wird langsam eng für mein Heatwind, was eigentlich nicht hätte sein müssen. Wegen diesen, ja, dummen Play. Also allgemein dieses Match, da habe ich echt nicht gut gespielt. Ich habe auch beim Teambuilding war ich ein bisschen unkonzentriert. Oder allgemein nicht unkonzentriert. Ich habe eigentlich viel Arbeit darin reingesteckt, aber es war einfach im Endeffekt fast doch etwas unüberlegt. So, und jetzt ist natürlich die Sache, ein Pokémon muss ich jetzt opfern. Welches ist es? Ja, mein Pixie macht in dem Match jetzt nicht mehr so viel. Bedeutet, ich kann jetzt da reingehen und es eigentlich opfern. Und ja, man sieht, es wird auf jeden Fall für ein Tod reichen. Und jetzt habe ich die Qual der Wahl, in welches Pokémon werde ich gehen, welches Pokémon soll es ausnocken. Eigentlich ist es nur mein Toxicroak, denn ja, wegen der Offensive kann es einen Angriff gut tanken. Und ich kann ihn mit einem Mülltreffer ausnocken. Wäre der Quid nicht. Der Quid hat nämlich jetzt dafür gesorgt, dass ich ganz schön wenig KP habe. Aber im Endeffekt mattert es nicht, denn wenn wir uns jetzt mal sein Team angucken, er kann jetzt safe in der Manitan gehen und ja, Flammenblitz oder Erdbeben klicken. Sein besserer Play wäre natürlich Erdbeben zu klicken, denn ja, warum sollte er für Flammenblitz gehen, wenn ich da noch einen Heatwind rumlaufen habe? Also war auf jeden Fall sein besserer Player. Das an dieser Stelle macht er es auf jeden Fall, macht das auch und knockt meinen Heatwind aus. Also es war auch in dem Sinne mein Plan, dass er ja meinen Heatwind ausknockt, damit ich wieder einen Safe Switch in mein Turtok habe. Und jetzt hat er keinen Switch mehr. Er hat keinen Switch mehr in mein Turtok. Bedeutet, eigentlich kann Turtok hier wirklich cleanen. Also gehe ich hier für Siedewasser. Muss gar nicht predikten, wirklich. Also ich hätte natürlich auch für Kraft dieser Pflanze gehen können, aber das hätte mir im Endeffekt wahrscheinlich mein Turtok gekostet. Denn wäre da für Flammenblitz gegangen, ja, wäre vorbei. Aber ich kann ja safe für Siedewasser gehen, denn ja, dieses Suicune, ne? Stirbt davon. Jetzt sind nur noch Azumarill und der Manitan, also wie heißt das Pokémon? Nicht der Manitan.
Wer ist der Manitin auf Deutsch? Ich weiß es nicht. Hier kann ich für die Kraft derselben Pflanze gehen. Ich weiß nicht, ob dieser Quid gemeddert hat. Ja, ich habe ein bisschen gespoilert, aber egal. Ich werde es mal nachkalken und hier vielleicht ein Bild einfügen. Wenn es gemeddert hat, dann tut es mir wirklich leid. Und wenn nicht, dann nicht. Ich hab am Ende nochmal nachgefragt, ist es ein Belly-Drama-Zimmerer gewesen? Er hat ja gesagt, also ich denke mal nicht, dass es so stark gemeddert hat. Bedeutet, mein Toto kann hier dieser Zimmerer auslocken und auch dieses Damanitan mit einem Siedewasser in die ewigen Jagdgründe schicken. Bedeutet, mein Toto bekommt hier 4 Kills. Was es oft in der Kill-Rangliste, glaube ich, auf Platz 2 bringt. Mit Toxicroak. Toxicroak hat 2 Kills bekommen in dem Kampf. Und das macht mich natürlich extrem stolz, dass ich hier ein gutes Mega am Anfang der Season gepickt habe. Und ja, das war auf jeden Fall ein extrem spannender Kampf. Dieses Nidoking, welches scheinbar Burg-invested war und kein Speed hatte, war wirklich erstmal so ein heftiger Mindblow, also er konnte es sich selber auch nicht erklären. Ich hab nachgefragt, war es irgendwie Min Speed, Burg, Nidoking? Ich hab's auch nicht verstanden. Also, ich wüsste nicht, warum man gegen mich Burg, Nidoking spielen sollte. Er hat auch keine Erklärung, aber im Endeffekt hat es mir wirklich das Spiel, es hat mich wirklich wieder zurückgebracht. Also, das Nidoking hier, also man hat wirklich gemerkt, ich hatte keinen Safe Switch. Er hat mir meinen X-Bad wirklich mit Donnerblitz zerstört, hat zum Beispiel auch mit Rotom Heat, mit dem Choice Specs, sowohl mein Trigefalo verkuppelt, als auch mein Pixie in die ewigen Jagdgründe geschickt. Und ja, also das war wirklich sehr unfortunate, was mit diesem Rotom Heat passiert ist. Aber ja, also ich bin gerade echt noch ein bisschen aufgebracht wegen diesem wirklich spannenden Kampf, und es hat auch wirklich ein paar 50-50s drin gehabt, was ich sehr interessant finde. Also 50-50s im Sinne von diese Damelton Heat Twin Setup, also Matchups. Also er hätte natürlich Erdbeben machen können, dann wäre mein Heat Twin tot. Hätte er Flammblitz gemacht, hätte ich Tarnschein rausbekommen. Das war einfach so eine Sache. Hätte er den anderen Play gemacht, hätte er eine Lose-Situation. Hätte er den anderen Play gemacht, hätte er eine Win-Situation. Das war halt sehr interessant. Und ja, ich hoffe, euch hat dieser 8. GPL-Spieltag gefallen. Ich bin echt zufrieden mit meiner derzeitigen Leistung. Ich hoffe, ich werde auch im nächsten Kampf mich ein bisschen mehr ins Teambuilding knien, dass ich so einen Fehler wie Pixie nicht nochmal mache. Und dann das bessere Pokémon wähle. Und ja, ich weiß gar nicht, wer mein nächster Gegner ist. Lasst euch auf jeden Fall überraschen. Ich glaube, das ist der liebe Philipp. Ich bin mir gar nicht sicher. Schaut auf jeden Fall bei diesem vorbei. Genauso wie bei Pokebazzi und Light Gaming, die mir erstens meinen Kampf aufgenommen haben und zweitens das Intro gemacht haben. Entschuldigt mich, dass ich vielleicht manchmal etwas geschnieft habe. Ich bin etwas erkältet. Ich hoffe, ihr konntet mir trotzdem folgen und zuhören. Und des Weiteren hoffe ich, dass ihr euch dieser Kampf gefallen hat. Also mir hat er wirklich gefallen. Und schaut bei FreeK vorbei, ist eine echt liebenswerte Person. Und ja, gibt's da noch irgendwas zu sagen? Ich glaube nicht. Außer, wir sehen uns beim nächsten Mal. Oh, oh, oh.